Es hat ganz früh angefangen, weil ich immer mit meinem Vater mit auf den Flugplatz bin und somit eigentlich, seit ich konnte laufen, immer dabei war. Und habe dann eigentlich sehr viel investiert, auch sehr hart trainiert und bin Europameister geworden. Das war mein Highlight gewesen und auch in Las Vegas sehr tolle Ergebnisse können erzielen. Und jetzt ist es leider nur so möglich aufgrund der zeitlichen Verhältnisse, aber es war eine super Zeit gewesen. Absolut, es sind natürlich Unterschiede, weil ein Helikopter auch um die eigene Achse rollt mit dem Heck. Aber es ist in der Regel so, dass wenn jemand sehr gut fliegen kann mit einem Flächenmodell, er sehr schnell Helikopter fliegen kann. Es gibt Feinheiten, aber in der Regel die guten Piloten können auch mit Helikopter sehr gut fliegen. Das Wetter spielt heute fantastisch mit. Was siehst du dazu, dass wir so einen Sonnenschein haben? Ja, für das Wetter ist der Präsident zuständig und für das Programm bin ich zuständig. Von dem her eine Gratulation an Präsident Günther Matt. Roland, du hast es angesprochen, du bist zuständig für das Programm. Da braucht es ja eigentlich auch eine Organisation. Was macht man eigentlich da? Was braucht es da eigentlich, als dass man so etwas organisieren kann? Gut, das fängt an vom Parkplatzdienst über eben Programm-Einteilung, Programmleitung und natürlich die ganze Wirtschaft. Wir haben eine tolle Wirtschaft da, alle sind sehr gut verpflegt bis zum Klassenstand. Also es braucht einfach rundum eine gute Organisation. Es fängt Monate vorher natürlich an. Der Präsident ist dran. Chef und da hat es eigene Ressourcen und alle tun da den Beitrag eigentlich leisten, dass es einen tollen Tag gibt. Es braucht dementsprechend Sponsoren dazu. Was ist denn der Hauptsponsor? Der Hauptsponsor ist die Liechtensteinische Landesbank und wir haben noch einige andere Gönner, die da mittragen und wir sind sicherlich froh, dass wir da unterstützt werden. Wie wichtig ist eigentlich so, dass eigentlich Banken solche Vereine unterstützen? Ja, ich denke, es ist generell wichtig, dass Banken hier am Liechtenstein so Vereine und alles unterstützen und da denke ich, da tun alle Banken einen Beitrag leisten. Wir haben ein ganz tolles Programm. Wir haben nämlich etwa 50 Piloten hier im Liechtenstein aus 4 Nationen, aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Und wir haben alles hier, was fliegt, also angefangen vom Helikopter, über Warbirds, über Modelle für Kunstflug, über schnelle Sachen, über langsame Sachen, über Segelmodell, Seglerschlepp, also wirklich ein ganz buntes Programm für unsere Zuschauer. Ich denke es so, es sind sehr viele Nichtflüger dabei. Zuschauer einfach Interesse haben. Wir haben noch ein super Programm, man kann Heli-Flüge hier, also selber mitfliegen. Wir würden am 3 noch eine bemannte Kunstflugvorführung haben mit einem PC-7. Wir haben sehr tolle Modelle hier, eine gute Wirtschaft. Also ich denke, es ist für das leibliche Wohl gesorgt. Deshalb sind es sehr viele Leute, die einfach aus Interesse herkommen, um einen schönen Tag hier auf dem Flugplatz zu verbringen. Eigentlich bin ich zurückgeholt auf meinen Papa. Der hat eigentlich angefangen mit dem Ganzen. Und mich hat die Fliegerei immer schon fasziniert. Und ja, mit Unterstützung von den Eltern pushen halt rein und ja, haben das einfach weitergemacht. Papa hat dann aufgehört und ich habe es weitergemacht bis heute. Es sind jetzt 26 Jahre, wo ich Modell fliege. 26 Jahre, braucht man so lange Training, um so ein Modell zu fliegen? Nein, das nicht. Man, es ist, also im Check, also im Check-Bereich ist sicher etwas, wo man eine Routine braucht, wo man nicht von heute auf morgen lernen kann. Anfangen tut man eher mit kleineren Flügen, mit Styroporflügen heutzutage schon, wo eigentlich fertige Modelle sind, wo nur mehr viel Arbeit dahinter ist, um das ja, machen oder zum fliegen können. Für die Jungen, die nicht so gerne bauen oder so eine Routine haben zum Bauen, ist es einfacher. Aber man braucht nicht unbedingt so lange Routine, um einen Jet zu fliegen. Du hast gerade gesagt, du selber fliegst einen Jet. Was genau ist das für ein Jet und welche Technik steckt da dahinter? Der Jet ist das. Das ist Futura von Tomahawk Design. Ist eigentlich relativ ein großer Jet mit einer Spannweite von 2,50 m. Hat eine Turbine drin, also ist eigentlich genau der gleiche Antrieb wie ein manntragender Jet drin ist. Technik ist schon relativ viel dahinter. Also Turbine hat schon relativ viel Aufwand mit Kerosintank, mit einer ganzen Einziehfahrwerktechnik und. Also es ist schon ein großer Aufwand, so ein Jet und viel Elektronik, was es funktioniert und so funktioniert, wie man es halt eigentlich ja, im Jetbereich sieht. Kann man mit so Jets bzw. auch Modellfliegern auch auf Wettbewerbe gehen oder irgendeinen Titel ergattern? Mhm. Es gibt im Modellflug eigentlich viele verschiedene Klassen. Es gibt Kunstflugklasse, Motorkunstflugklasse, es gibt Segelkunstflugklasse, es gibt bei der Jet auch die Jet-WM, wo man Scale-Flüger bewertet, wie der Jet baut ist, wie man dann den Jet bewegt. Genau gleich auch im Segelkunstflug ist ein Programm vorgegeben und das wird halt bewertet von Punkterichter. Und da gibt es Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Staatsmeisterschaften. Da gibt es eigentlich verschiedene Klassen, wo es Meisterschaften international oder so gibt. Aber wir machen etwas Lockeres, Lustiges, so mal auflocken. Mit Autos und kleinen fliegenden Männlein. So, ja. Habt ihr die selbst entworfen und zusammengestellt? Also eigentlich nein. Eigentlich haben wir das aus dem Internet herausgefunden. Dann kauft man auch noch Platten, also auf vorgelasert. Und das Ganze wird nachher rausgetrennt und schlussendlich mit Kontaktkleber zusammengeklebt. Ein Plan. Also nach Plan halt. Oder? Plan und dann ja. Schneiden und ja.
und dann zusammenkleben und versuchen zu fliegen. Es war nicht so einfach. So viele Fehlschläge gehabt und jetzt alles bestens. Die grösste Problematik ist eigentlich, dass das Auto fliegt ohne Motor nicht. Ohne Motor kreist du vom Himmel. Ein normales Flugzeug kannst du mit einer Fläche kannst du ohne Motor auch fliegen oder landen. Und da ist eben, um das besser anzupacken, haben wir einen Kreislinie unten dran. Da hilft doch einiges nach, oder? Aber da kann man auch ein bisschen bescheissen. Da fliegen wir schon selber auch. Ja, und heute Jungfernflug. Also ich betreibe das Modellflüge seit dem Jahr 2007. Und das, was ich da geflogen bin, ist L39 Albatros. Das ist ein Jetsmodell. Das ist ein Nachbau von einem russischen Trainer, der mit einer richtigen Turbine fliegt, mit Kerosin. Ja, und den bin ich heute auch gefahren. Und wie teuer ist jetzt so ein Fahrzeug, gerade dein Modell? Also so ein Flüger muss man mit etwa 8'000 Franken rechnen, bis der so flugfertig da steht. Wie viele Trainingseinheiten braucht man denn, um das fliegen zu können? Also Flüge, grundsätzlich zum Fliegen muss man nicht viel Übung haben. Also man muss es einfach mal können. Aber wenn man dann natürlich schwierigere Modelle will fliegen wie der Jet oder generell Kunstflug, dann braucht das schon viel Training. Also ich fliege etwa viermal in der Woche mindestens. Wir haben jetzt vorhin deinen Flug mitverfolgt und du hattest ja einige Schwierigkeiten. Was genau war denn los bei der Landung? Also es war so, dass wir ein Fahrwerksproblem hatten. Der Jet hat ein einziehbares Fahrwerk. Und bei uns sind nicht mehr alle Räder rausgekommen. Das heisst, wir haben anstatt der 3 haben wir nur noch 2 Räder gehabt und darum war das etwas heiß zum Landen. Aber es ist jetzt gut rausgekommen. Wie hast du die Situation retten können? Was genau musstest du machen, damit es doch noch zur richtigen Landung kommt? Also ich einfach musste extrem gut schauen, dass ich sehr langsam landen und sehr sanft aufsetze. Das ist eigentlich so und so, wenn man so ein Problem hat. Weil sonst kann da sehr schnell etwas kaputt gehen, wenn der Flieger einhängt. Oder kann er sich überschlagen und kann wirklich viel Schaden nehmen.